Weil da stand noch einer. Also es waren noch nicht alle kaputt. Es wird bestimmt nicht einfach. Am Anfang zwar schon, aber irgendwann. Jetzt schwerer. Ach, du hast mich geschlagen. Wow, das war das wirklich dein erstes Mal? Du bist gut. Wow, gar nicht schlecht. Versuch's beim nächsten Mal gegen mich. Trunks kann das besser als ich. Mein zukünftiges Ich ist eine Pfeife. Darum hatte ich hier auf eine anständige Herausforderung gehofft. Wie kann eigentlich der Vergangenheitstrunks mit, also der Gegenwartstrunks mit den zukünftigen Trunks, wieso kann der den besiegen? In sowas. Da sieht man mal, wie weit die beiden sich doch nicht ähneln. Obwohl sie der gleichen sind. Mit diesem Ich ist nicht zu spaßen. Viel Glück da drin. Okay, ich brauche keine Rücksicht auf dich zu nehmen, oder? Dann los! Auf geht's. Jetzt kommt mein echter, richtig, mein erster richtiger Kampf, oder? Figurenkampf. Wenn du zwei Figuren in derselben Spalte platzierst, besiegst du deinen Gegner einfacher. Erledige die gegnerischen Figuren und kontrolliere den Kampf. Mache ich das mal so. Ich darf ja nur drei auswählen und dann Viereck, ne? Und so, dass immer drei kämpfen. Sehe ich das richtig? Wir haben die gleiche Idee. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Oh, du was? Aber ich habe trotzdem mehr. Aber holy. Los, macht sie fertig. Nice. Nix impossible, du bist fertig. Oh, dieser Trunks hat. Okay, der hatte mehr Energie. Okay, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Oh, der hat's doch noch geschafft zu überstehen. Und jetzt darf er mir doch noch eine geben. So. Auf geht's. Genki-Dama-Phase und wie viel Prozent kriege ich noch dazu? Alter. Wohohoho, 300%. Los, auf geht's.
Nice. Und tschüss. Okay. Piccolo ist weg. Jetzt ist nur noch Majin Buu da. Ultimativer Angriff ist bereit. Auf geht's. Ja. Lol. Wow. Was will er mit diesen 300 GSW anfangen? Verprügelt ihn, der arme Wu! Okay, hier kriegt jetzt der echte Trunks Prügel. Also der hier... Oh. Seine Lebenspunkte sind angreifbar. Und tschüss, Trunks. Yes. Das ist echt so. Der Trunks gibt mir Figuren, mit denen ich natürlich locker beide besiegen kann und... hat für sich selbst wahrscheinlich nicht mal annähernd so gute Figuren. Yay! Z-Rang! Erhaltene Figuren-EP? Aha, eine neue Story wurde hinzugefügt. Was? Wenn du einen Figurenkampf gewinnst, erhältst du Figuren-EP und Meister-EP. Manchmal sogar Gegenstände und andere Belohnungen. Das war das ganze Kampf-Tutorial. Wie gefallen dir die Figurenkämpfe? Jetzt musst du nur noch viele Figuren sammeln, sie verstärken und der beste Spieler in Canton City werden. Hat so ein bisschen was von Pokémon, oder? Also so ein bisschen. Ach, ich glaub's nicht. Ich hab verloren. Boah, du hast tatsächlich Trunks geschlagen. Das ist unglaublich. Aber ich hätte keine Chance. Merkwürdig. Du musst ein Naturtalent sein. Ich habe einfach nur starke Figuren. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur einfach die Figuren dahingestellt. Fertig. Tch, ich muss wohl noch mehr üben. Und mir vielleicht eine stärkere Figur besorgen. Das ist es. Hey, dafür gewinne ich unseren Rückkampf. Mach dich schon mal darauf gefasst, zu verlieren. Ah, das gilt auch für mich. Mach die, ja keinen Rückzieher. Hahaha, sie scheinen dich wirklich zu mögen. Wer mag mich nicht, ne? Ich habe meinen Kampf zwar nicht gewonnen, aber es hat Spaß gemacht. Vielleicht brauchen wir genau das als Entspannung. Lass uns das irgendwann nochmal machen. Okay? Mhm. Ich werde üben, damit ich das nächste Mal gewinne. Vielleicht sollte ich mir auch gleich eine neue Figur besorgen. Ich will nicht wissen, was du für Figuren hattest. Das waren ja nur Tutorial-Kämpfe.
Jetzt kommen die richtigen Kämpfe. Jetzt haben die so Power Level over 9000. Ja, genau, darüber nachdenken. So, ich weiß nicht recht. You're not on my level. Dann suchen wir mal neue Figuren. Ist hier irgendwas eingezeichnet, was neue Figuren und so? Fliegen wir mal ein bisschen rum. Vielleicht gibt es hier was Neues, Figuren oder so. Wir wissen ja, wie das Zeichen aussieht. Würdest du mal fliegen, bitte? Manchmal will sie nicht, habe ich das Gefühl. Sie liegt bestimmt am Controller. Ich glaube, so werden wir nicht fündig. Ich glaube, hier ist einfach nichts los. Muss bestimmt die Teleportstation noch aktivieren. Heldenkolosseum betreten. So. Willkommen im Heldenkolosseum. Kannst du Figuren benutzen, um Geschichten durchzuspielen oder Kämpfe auszutragen? Stell dein eigenes Deck zu, bla 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 bla. Figuren werden nach ihren Seltenheit klassifiziert. Es gibt 4 Seltenheitsstufen. Normal, Rar, Super Rar und Ultra Rar. Je seltener die Figur, desto stärker ist sie. Ja, nicht! Figuren. Ich hab nur die 5. Mein Gott, wir können nur 100 Figuren haben. Ich muss noch einen weiteren Slot freischalten. Nee, Spaß. Warum? Also... Wieso... Gibt es so viele Charaktere? Gibt doch nicht so viele Charaktere! Bestimmt 1000 Gokus oder so. Die alle 1000-mal anders sind oder so. Figuren-Upgrade. Ich kann die ableveln hier. Mach ich aber noch nicht. Posierfertigkeit Saiyajin Prince. Figuren Limitbrecher. Über Limitbrecher im Figurenmenü kannst du die Seltenheit von Figuren erhöhen, die ihren Maximallevel erreicht haben. Dabei wird deine Figur auf Level 1 gesetzt, aber ihre Werte und maximaler Level steigen. Also wird auf Level 1 gesetzt und maximaler Level steigen. Achso, ja, jetzt verstehe ich. Die können höheres Level erreichen als normal. Limitbrecherobjekte gibt es in Läden zu kaufen oder als Belohnung in Figurenkämpfe zu gewinnen. Bei der Durchführung eines Limitbrechers können bestimmte Figuren durch Verwendung von besonderen Objekten in völlig andere Figuren verwandelt werden. Goku, digitiere zu! Da brauche ich Bauchips. Fünf Stück. Jojo. Kann man hier schon sehen, was das werden könnte? Einfach nur ein stärkerer Goku. Jojo.
Laden! Charakterfertigkeit. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich, warum ich ZP bekommen habe. Kaufen wir 5? Ach komm. Ich will's wissen. Hier, komm. Jeder. Kann ich natürlich nicht, weil ich muss ihn noch aufs höchste Level setzen, oder? Stimmt, er fordert Level 40. Aber wenigstens habe ich die schon mal. Genau, muss ich erstmal leveln. Listen. Figurensammlung. Es gibt 106 Figuren. Das sind bestimmt 14 Gokus. Ungelogen, 14 Gokus. Komm, spielen wir mal die Story ein bisschen. Level 3, Level 2, Level 2, Level 3, Level 2. Ich habe ja nur das eine Deck. Könnte lustig werden. Vegeta spielt mit Spielfiguren. Das glaubt mir keiner. Oh, da bist du ja. Es ist Zeit für einen Figurenkampf. Hallo? Hi, Mama. Oh, du bist es. Ich habe den Kampf gesehen. Ziemlich beeindrucksvoll, besonders für das erste Mal. Ich habe es vor Spannung kaum ausgehalten. Ich habe die perfekte Rolle für dich. Und was? Hiermit ernenne ich dich zum Werbespezialisten für das Heldenkolosseum. What? Der Simulator ist klasse, oder? Auf den bin ich richtig stolz. Jedenfalls möchte ich jedem das volle Erlebnis bieten, wo ich mir schon so viel Mühe gemacht habe, ihn zu machen. Aber mit dem Austeilen von Figuren und den Werbemaßnahmen haben wir nicht die erhofften Teilnehmerzahlen erzielt. Kann es sein, dass es irgendwann Dragon Ball Figuren gibt, so wie Skylanders oder Disney Infinity oder die Amiibos? Das wäre mal klasse, dass man die auch irgendwo so auf so ein Ding stellt und dann auch Figuren sammelt, solche Kämpfe macht. Das wäre cool. Kostet bestimmt wieder einen Haufen Geld, sowas. Das täuscht den Japanern zu, dass es das bald gibt. Das gibt's ja schon in der Videospielform hier. Um ehrlich zu sein, die einzigen echten Fans, die ich habe, sind Trunks und Son Goten. Jeder hier ist ganz verrückt aufs Kämpfen und nimmt dazu lieber die eigenen Fäuste. Darum brauche ich deine Hilfe, damit sich herumspricht, wie viel Spaß man mit dem Spiel haben kann.
Naja, Mama, du weißt, dass es sich hier um einen aktiven Zeitsoldaten handelt, oder? Natürlich weiß ich das. Hilf mir nur zwischen deinen Missionen gelegentlich mal aus, ja? Was ist passiert, wenn ich ablehne? Ich bin ja leider nicht so. Okay. Wunderbar, ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen. Lass dich einfach öfter mal blicken. Naja, wenn du es wirklich willst. Jedenfalls müssen wir den Leuten vermitteln, wie viel Spaß das Spiel macht. Aber wie sollen wir das anstellen? Sieh nicht mich an, das ist dein Job. Na schön.